Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch einmal mein Kamerasetup für unter 700 Euro zeigen. Am allerwichtigsten ist natürlich die Kamera. Ich habe mich für eine Spiegelreflexkamera entschieden, und zwar die Canon EOS 700D mit dem Standard-Kit-Objektiv 18 bis 55 mm. Ich muss gleich sagen, ich habe von Kameratechnik nicht besonders viel Ahnung und deshalb musste ich mich so ein bisschen auf die Tipps und Rezensionen von Leuten, die sich damit besser auskennen, verlassen. Aber diese Kamera wurde mir halt empfohlen als besonders gut fürs Filmen geeignet. Das Objektiv, das jetzt hier dabei ist, ist ein neuartiges Objektiv, das für diese Preiskategorie sehr gut ist. Es hat einen eingebauten Bildstabilisator, was vor allem für YouTuber, die vielleicht vloggen zum Beispiel, besonders gut geeignet ist. Es ist halt eine Einsteigerkamera. Es gibt natürlich noch bessere, es gibt auch bessere Objektive, aber für den Preis von 550 Euro im Moment bei Saturn ist es wirklich eine super Kamera und man kann vor allem später noch aufrüsten. Mein Vater ist Fotograf und hat mir erklärt, dass das Objektiv oftmals viel wichtiger ist als der Kamerakörper. Das heißt, wenn ich irgendwann meine Bildqualität noch weiter verbessern möchte, dann könnte ich mir einfach ein besseres Objektiv noch zulegen, was man dann natürlich hier einfach austauschen kann. Was ich besonders praktisch finde, ist, dass der Display an dieser Kamera ausklappbar ist. Man kann ihn in alle möglichen Richtungen schwenken und das erleichtert mir die Arbeit natürlich hier als YouTuberin enorm, wenn ich sehen kann, wie gut ich im Bild bin, ob ich im Fokus bin. Genau, weil ich mich selber sehen kann, auch wenn ich vor der Kamera stehe. Der Nachteil einer Spiegelreflexkamera ist natürlich, dass es unheimlich viele Optionen gibt, verschiedene Einstellungen und dass man sich da wirklich hineinarbeiten muss. Man hat natürlich immer die Option, im Automatikmodus zu fotografieren oder zu filmen, aber dann kann man eben nicht alles aus der Kamera rausholen, was drin steckt und macht dann im Grunde einen Kompromiss bei der Qualität. Im Moment habe ich noch nicht die Zeit gehabt, mich da noch mehr mit zu befassen und deshalb filme ich momentan weitestgehend im Automatikmodus bzw. habe nur einige Einstellungen verändert. Diese Vielfältigkeit der Optionen bei einer Spiegelreflexkamera ist meiner Meinung nach Segen und Fluch zugleich. Zum einen kann man viel falsch machen, aber zum anderen kann man auch richtig viel rausholen. Und wenn man zum Beispiel mit einer Camcorder filmt, hat man vielleicht nicht ganz so viele Optionen. Und vor allem ist die Option nicht da, dass man damit auch Fotos macht. Das war mir wichtig, weshalb ich auch mich für eine Spiegelreflexkamera entschieden habe. Ich wollte auch Fotos machen können und mich eventuell im Bereich Fotografie auch ein bisschen weiterzubilden und einfach die Möglichkeit zu haben, finde ich super. Und tolle Videos macht diese Kamera auf jeden Fall auch. Was man dazu sagen muss, ist, dass die Mikrofonqualität der Kamera selbst nicht besonders gut ist. Es ist ja eine Kamera, die vor allem auf Fotografie ausgelegt ist. Und wenn man die Kamera nicht zu teuer machen möchte, muss man natürlich abwägen, welche Technik man einbaut. Bei einer Camcorder, die nur aufs Filmen auch ausgelegt ist, ist es natürlich wichtig, dass die Tonqualität gut ist. Aber bei dieser Mittelklasse Spiegelreflexkamera hat man eben am Mikrofon ein bisschen gespart. Und deshalb würde ich euch empfehlen, wenn ihr diese Kamera zum Filmen benutzen möchtet, dass ihr euch auf jeden Fall auch ein zusätzliches Videomikrofon anschafft. Ich benutze im Moment das Rode Video Micro und bin damit auch sehr zufrieden. Die Kamera hat ja schon so viel Technik, in die ich mich da reinfuchsen muss und deshalb war es mir wichtig, dass das Mikrofon sehr einfach zu bedienen ist und das hier ist es auf jeden Fall. Man muss es im Grunde nur einstecken, also dieses Mikrofon hat einen 3,5 mm Klinkenanschluss, den man einfach in die Kamera reinstecken kann. Ihr müsst natürlich darauf achten, dass eure Kamera auch diesen Anschluss hat.
Und sobald man das Mikrofon eingesteckt hat, funktioniert es. Man muss keinen zusätzlichen Anknopf bedienen. Es bekommt den Strom über die Kamera. Das heißt, es gibt auch keine Batterie, die eventuell leer sein könnte oder die aufgeladen werden muss. Dieses Mikrofon ist wirklich sehr kompakt, es ist leicht, es ist einfach zu bedienen. Mir war wichtig, dass ich nicht noch einen halben Kilo Mikrofon auf diese Kamera zusätzlich stecken muss, weil wenn ich die Kamera in der Hand halte, dann möchte ich natürlich, dass ich die Kamera so ruhig wie möglich halten kann. Und wenn das Mikrofon besonders schwer ist, dann ist das natürlich noch ein bisschen schwieriger. Also dieses Mikrofon ist wirklich sehr leicht. Das Rode Video Micro lässt sich ganz leicht oben in diesen kleinen Blitzschuh reinschieben und festschrauben. Das geht unheimlich schnell und auch mit einer Hand zur Not. Die Halterung des Mikrofons ist wirklich sehr gut gefedert. Das heißt, wenn die Kamera ein bisschen wackelt, weil man sie in der Hand hält oder läuft, dann klappert das Ganze nicht, sondern das Mikrofon hat nur wenig Eigengeräusche. Ein leichtes Rauschen ist da, jetzt in Kombination mit meiner Kamera. Allerdings lässt sich das bei mir durch Videobearbeitung sehr schön rausfiltern. Ich benutze das Videoschneideprogramm CyberLink Pro und wenn ich da das Rauschen entferne, dann hört man meiner Meinung nach nicht besonders viel. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr die Tonqualität von diesem Video findet oder ob ihr meint, dass es zu sehr rauscht. Aber wie gesagt, also es ist ein Rauschen da, aber das lässt sich sehr gut entfernen im Videobearbeitungsprogramm. Meine Lieblingseigenschaft an diesem Mikrofon ist eigentlich sein Preis. Ich habe dafür nämlich nur 48 Euro bei Amazon bezahlt und ich finde, für so wenig Geld bekommt man wirklich eine sehr, sehr gute Qualität und deshalb würde ich es als Anfängermikrofon auf jeden Fall weiterempfehlen. Wenn ihr keinen Kameramann habt, braucht ihr natürlich ein Stativ, um eure Kamera draufstecken zu können. Ich habe hier ein ganz tolles Stativ gefunden und zwar ist es das Rolei Stativ Compact Traveler Star S2. Ich verlinke euch übrigens alle Sachen, die ich hier erwähne, unten in der Infobox. Das müsst ihr euch nicht merken. Das ist ein Videostativ. Das bedeutet, es lässt sich schwenken in alle möglichen Richtungen. Es ist wirklich sehr, sehr leicht. Es ist gut verstellbar. Es lässt sich sehr klein zusammenfalten. Für YouTuber ist natürlich vor allem wichtig, wie der Schwenk aussieht. Ich würde sagen, dass sich mit sehr viel Feingefühl das Stativ fast ruckelfrei schwenken lässt. Minimales Ruckeln ist schon da. Um wirklich ruckelfreie Schwenks zu machen, müsst ihr wahrscheinlich mehr Geld investieren. Aber für den Preis ist das wirklich schon ein sehr, sehr gutes Mikrofon und für Anfänger auf jeden Fall zu empfehlen. Das gibt es nämlich schon ab 30 Euro bei Amazon. Es wird auch eine Aufbewahrungstasche mitgeliefert, sodass, wenn ihr unterwegs seid, ihr das Ganze einfach in die Tasche packen könnt und alles immer dabei habt. Zu guter Letzt kommt der Schlüssel zu einem wirklich guten Videobild, zu einer guten Videoqualität, und zwar ist das das Licht. Ich habe selber bemerkt, wie viel eine gute Belichtung des Bildes ausmacht. Ich habe sonst immer versucht, vor einem Fenster zu filmen, aber dann hatte ich nicht immer so den Hintergrund, den ich gerne haben wollte. Außerdem war ich sehr an bestimmtes Wetter und bestimmte Tageszeiten gebunden. Ich konnte mich nicht einfach abends mal hinsetzen und ein Video filmen, wenn meine Tochter zum Beispiel schläft. Und deshalb war das wirklich die beste Investition meines Lebens, diese beiden Softboxen hier anzuschaffen. Ich weiß jetzt nicht genau, von welcher Marke die sind, aber im Grunde ist es auch völlig egal. Ihr solltet euch auf jeden Fall zwei Softboxen anschaffen, wenn es geht. Die gibt es schon ab 54 Euro bei Amazon. Der Grund, weshalb ihr zwei Softboxen nehmen solltet, ist, dass ihr vermeiden wollt, dass ihr Schatten in eurem Video habt. Und deshalb sollte das Licht von unterschiedlichen Richtungen auf euch oder das Gefilmte einfallen. Und deshalb empfiehlt es sich mindestens, zwei zu haben. Wie gesagt, ein gutes Licht ist wirklich das A und O. Und wenn ihr anfangt, YouTube-Videos zu drehen und ihr meint, ja, das Licht, das könnt ihr ja später machen, ich brauche erstmal eine gute Kamera. Ich sag euch, gutes Licht ist fast wichtiger als eine gute Kamera. Und je schlechter eure Kamera ist, beziehungsweise euer Kameraobjektiv, desto schlechter kommt die Kamera auch mit schlechten Lichtverhältnissen zurecht.
Das heißt, mit viel Licht könnt ihr sozusagen ein bisschen an der Kamera sparen. Also wenn ihr am Anfang noch nicht so viel Geld habt, um es in euer YouTube-Equipment zu investieren, dann empfehle ich euch auf jeden Fall zuerst das Licht zu besorgen und dann die Kamera entsprechend eures Budgets. Bevor ich es vergesse, um anfangen zu können, Videos für YouTube zu drehen, braucht ihr natürlich auch eine Speicherkarte für eure Kamera. Das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Ich habe eine Speicherkarte mit 64 GB von SanDisk. Damit komme ich auch sehr gut zurecht. Man muss natürlich, je besser die Kameraqualität eingestellt ist, desto größer sind natürlich die Dateien und deshalb muss man hin und wieder natürlich die SD-Karte entleeren, aber mit 64 GB komme ich eigentlich sehr gut zurecht und das ist auf jeden Fall eine gute Größe, um anzufangen Videos zu drehen. Also ich würde sagen, dass ihr ungefähr 2 Stunden Videomaterial auf so eine SD-Karte bekommt. Ja, ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat und dass ihr vielleicht den einen oder anderen guten Tipp von mir erhalten habt. Wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die natürlich unten in den Kommentaren stellen. Und ich würde mich natürlich auch über ein Abo von euch freuen und hoffe, dass ich euch dann in meinem nächsten Video wiedersehe. Tschüss!